dem? Wo ist, warum arbeiten die nicht schneller für mein Geld? Was ist denn? Was wird das hier? Ha? Einfach Geld. Nimm mich. Ausrufezeichen, nimm mich, wenn ihr ein Spiel gewinnen wollt am Ende des Streams. Ihr werdet dann angeflüstert mit dem Steam Key. So, also, was ist denn hier? Da, ach, guck mal, der Treasure Room ist fertig. Ja, schau. Muss da jemand arbeiten? 5 Leute, wie krass. Warum müssen 5 Leute in einem leeren Treasure Room arbeiten? What? Happiness 5, ach komm, wir schrauben mal ein bisschen an der Happiness und nehmen mal eine Tax Rate hier. Direkt erstmal Geld farmen. Geldgeiles Arschloch, ey. Alter. So, was ist hier? Wie kann ich eigentlich auch... Ach ja, ich hatte doch ein... Wie hieß das? Forester. Ich brauche einen Forester. Forest Village kostet zurzeit 23 Euro. Okay. Ein bisschen teuer. 23 Euro, ein bisschen teuer. So, hier. Choppen. Brauche ein bisschen Holz. Hol mal das Holz. Ich glaube, ich mache am besten im Moment noch keine Tax hier. Ich brauche im Moment hier Leute. Weil im Moment müssen wir jetzt, hier das Wohnhaus fertig machen. Wenn das Wohnhaus fertig ist, muss ich sehen, dass ich neue Leute habe. Und dann passen da 12 Stück rein. Und mit den 12, mit denen gehe ich dann vorwärts. Ey, da waren gerade Vögel, hast du gesehen? Sind auch immer so gut zu vögeln. Was? Ich habe heute schlechte Witzetage und das geht wirklich schon den ganzen Tag so. Das ist richtig schlimm heute bei mir. So Dinger kommen den ganzen Tag schon. Also nicht wundern, wenn das heute noch ein bisschen so weitergeht. Ja, schreiben. Schreiben dauert halt länger als sprechen. 3 Leute. Ist ja nicht so viel, ne? Man muss nehmen, was kommt. Ah, mit dem Auge. Food. Nee. Okay, also unser nächstes Ziel, würde ich mal sagen, ist dann so ein Forester. Also ein Forester für uns. Heißt, wir müssen jetzt erstmal unsere Leute hier noch ein bisschen foresten lassen. Aber das sieht echt geil aus, ne? Guck mal, wie so ein... Wie so ein Reihenhaus, so. Würde mich auch nicht wundern, wenn es tatsächlich das identische Teil ist. Nur so ein bisschen... gezogen. Charcoal haben wir auch noch. 20 produziert, 7 verwendet. Heißt, wir haben plus 13 gemacht. Das ist okay. Müssen wir im Auge behalten, dass wir da nicht irgendwann absacken. Bei Gelegenheit wahrscheinlich gleich auch nochmal. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. Aber noch so ein Stockpile bauen. Müssen wir mal gleich gucken, wie müssen wir das denn machen mit dem Forester? Hier hinten Forester wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Warte, wie? Warte. Da, Forester. Ach, guck mal, der hat auch so einen Bereich wie bei Anno, ne? Das sieht aus wie bei Anno. Lustig. Könnte man hier hinsetzen einen, oder? Muss ich nur eine Straße hinbauen. Also, die hoch. So. Okay, mach ich. Ja. Nehme ich mir wieder viel Platz mit weg, ne? Na egal. Das bedeutet aber auch, dass ich noch ein bisschen mehr holzen muss. So, und Town. Roads. Dann nach da und nach da. So. Das sind die Roads. Ist doof, dass man nicht zuerst das Gebäude bauen kann und dann die Straße nachzieht. Ist auch doof, dass die Straße immer ein Holz kostet, obwohl die
Okay, es wird immer ein Holz für ein Geländer verwendet. Ich würde auch einfach die Straße ohne Geländer bauen. Das ist halt. Ich fände es auch cool, wenn du keine Straße benötigen würdest. Aber dann hättest du halt direkt Unlimited Land. Ich glaube, das ist die. Der einzige Grund der Straße ist tatsächlich, das Land zu begrenzen. Habe ich zumindest das Gefühl. Ich kann mich täuschen. So, Forester. Da. Bauen wir ihn dahin. Okay. So, wir machen im Moment keinen Tax. Okay, wir sind fast voll. Fast voll. Choppen wir hier nochmal ein bisschen. So. Stück für Stück hier ausbauen. So, Stein haben wir ohne Ende. Weiß ich auch nicht. Man braucht zu viel Holz. Habe ich das Gefühl. Okay, so, ich mache jetzt einmal noch hier so ein Food-Ding dahin. Windmühle. Improves productivity of farms adjacent, does not affect orchards. Ach so, guck mal, damit kannst du deine Felder besser machen. Ja, geil. Machen wir doch gleich direkt. Setz mal dahin. So, der Forester wird noch gebaut. Holz wird noch geschöffelt. Brauchen wir auf jeden Fall hier oben wieder eine Straße. Machen wir erstmal nur so ein Stück. Damit ich nämlich... Ach, kann ich jetzt noch nicht bauen. Brauche ich noch ein bisschen mehr Holz. So. Brauchen die denn so Ewigkeiten, um so einen Förster zu bauen, ne? Der Wahnsinn. So, jetzt machen wir hier Cottage. Das sieht echt cool aus so. Halt die Perspektive dann, ne? So, ein Cottage gebaut. Womit kann ich denn hier? Castle Block. Ha? Stone Gate. Tja, habe ich mir ja hier verkackt, ne? Kann ich ja gar nicht richtig drum bauen. Das heißt, vom Wasser aus angegriffen werden wäre scheiße, ne? Muss ich mir was einfallen lassen. Aber ich baue jetzt erstmal. Kostet nur Stein. Moat. Das ist ein Burggraben oder was? 7 Leute sind vorbeigekommen, haben aber kein Zuhause gefunden. Das ist natürlich auch nicht geil. Ha? Mannequins sehen lustig aus. Ja. Ja, die Mannequins sehen halt aus wie 3 aufeinander gestapelte Klötze hier. Mit einer hüpfenden Bewegung. Ist halt nicht so wirklich viel, ne? Die 40 Follower, keine Sau ist da. Mensch, was ist denn da los? Ja, keine Ahnung. Das ist aber halt so, ne? Man gewöhnt sich dran. Schade, aber man gewöhnt sich dran.
Ja, im Moment ist tatsächlich extrem mau. Ist mir auch schon aufgefallen bei meinen Streams, die ich die letzten Male hatte, da war teilweise gar keiner da. Also stand halt tatsächlich da eine Null. Das ist halt leider so. So, Charcoal machen wir aktuell noch genug. Jetzt kriegen wir immer wieder ein bisschen Holz. Dann sollten wir da oben vielleicht auch mal einen Forester dazu bauen. Achso, ich muss ja dazu die Straße erweitern. Hier könnte man theoretisch auch noch einen Forester hinsetzen. Ich glaube, dass momentan so wenig los ist, weil in ganz Deutschland Ferien sind. Ja, das kann sein, aber es war auch vorher schon immer relativ mau, muss man dazu sagen. Also ja, natürlich sind im Moment Ferien und so, hast recht, aber mau ist es ja dennoch. Also so richtig viele gute Streams hatten wir ja auch noch nicht, das muss man ja dazu sagen. Ich setze jetzt gleich mal den ersten Castle-Block und dann irgendwie hier so lang. Dass ich mir das hier noch offen halte, für weiß ich nicht. Irgendwas. Und MC war eigentlich recht gut besucht. Dafür sind wir zu klein. Ja, wir sind halt leider, ist halt leider zu klein. Ja, es ist halt leider so. Ziehe ich das jetzt hier so rüber? Ich hätte halt schon gerne Schutz irgendwie für meine Leute hier. Aber dann natürlich auch immer so ein bisschen die Frage so, wie viel ist da jetzt möglich? Von wo kommen die? Wie sieht das aus, wenn man angegriffen wird? Und alles so Fragen, die ich jetzt aktuell noch gar keine Antwort weiß. Was ich aber weiß, ist, dass unser Lager an Betten schon wieder voll ist. Das heißt, wir sollten noch mal so ein Ding hier bauen. Hast du einen Tweet auf Twitter rausgehauen, dass du streamst? Nee, habe ich nicht. Auf Twitter haben wir auch gar keine Follower, ne? Abgesehen von dir, glaube ich. Und auf Facebook, das hat auch nie was gebracht. Das ist halt das Problem. Also theoretisch müssten wir auf YouTube streamen, aber YouTube ist halt eine schlechtere Streaming-Plattform als Twitch. Und wir müssen uns hier auf Twitch halt jetzt ganz von vorne alles aufbauen. Das ist wie in der ersten Zeit auf YouTube. Zusätzlich ist natürlich auch das Problem, dass wir jetzt die letzten 3 Wochen sehr inaktiv gestreamt haben. Ne? Also, was ist denn hier los? Ja, scheiße, hätte ich doch besser den scheiß Brunnen dahin gebaut. So viele Leute und keiner tut was. Verdammt, jetzt haben wir einen Köhler verloren.
Was jetzt natürlich erstmal semi-gut ist. Wie sieht das nahrungstechnisch aus? Wir brauchen ein bisschen mehr Nahrung. Kleines Infovideo auf YouTube stellen, aber das ist nach einer Zeit auch nervig für euch. Oder ja, das ist es ja. Am Anfang habe ich das ja tatsächlich gemacht, dass ich die Streams dann immer angekündigt habe und so. Aber das ist einfach, wie willst du die immer ankündigen? Dann machst du mal spontan ein und dann hast du wieder dasselbe vom Ei. Das ist halt echt ein bisschen... Alles Zwiespalt. Ist alles Zwiespalten. Wäre halt tatsächlich am schönsten, wenn wir es halt irgendwie schaffen, uns hier auf Twitch so eine Community aufzubauen. Und wenn es halt... Du merkst ja, sobald du über so gewisse Grenzen hinauskommst, desto mehr Leute kommen ja einfach auch dazu, ne? Das ist es ja. Also, wenn du so, sagen wir mal, so 10 Zuschauer hast, dann bist du in Deutschland ja auf jeden Fall schon vorne in der Liste mit drin. Bei den meisten Spielen. Und das Problem ist natürlich auch, welche Spiele spielst du, welche Spiele werden geguckt. Ich bin halt jemand, der gerne so Indie-Games und so zockt. Aber davon gibt es halt selten auf Twitch die Plattform irgendwie. Also da ist halt YouTube tatsächlich besser, aber da musst du halt einen YouTube-Kanal einen gewissen Namen haben. Damit dann halt die Leute dann sagen, ach guck mal, der spielt wieder ein neues Indie-Game, da mache ich dann jetzt auch wieder, gucke ich auch rein und so. Und auf Twitch ist halt, du hast noch nicht mal die Texte, die du setzen kannst. Deswegen musste ich ja jetzt IRL nehmen. Einfach weil es keinen Tag für dieses Spiel hier gab. Ist halt auch irgendwie scheiße dann. Als mich der Typ aus Köln gehostet hat, habe ich gedacht, das könnte ein Durchbruch sein, ja. Aber wie viele Zuschauer waren das? 4? Halt. Kurzzeitig haben sich dann die Leute bei dir eingefangen und so, aber war halt in dem Moment nicht wohl interessant genug, dass es die Leute gehalten hat. Das ist halt dann leider so. Muss man mit leben. Ist ja auch immer so eine Geschmackssache, ne? Wem gefällt das, was man macht? Wer findet's langweilig? Wer findet's gut? Ist halt... Gibt halt so Leute, die halt sehr populär sind und halt Leute, die nicht sind. Wäre cool gewesen, ja klar. Da wäre das cool gewesen. Aber wir wissen ja, dass es einen entscheidenden Moment gab, der uns das alles halt so ein bisschen kaputt gemacht hat. Und das hängt uns halt jetzt nach. Und deswegen... ja. Müssen wir damit jetzt leben. So, unsere kleine Stadt entwickelt sich. So, wir brauchen jetzt langsam ein bisschen Geld, damit wir hier unsere Verteidigung bauen können.